Nicht erklärt. Ich gehe davon aus, ihr könnt alle lesen. Nein. Alle. Nein. Alle die schönen Bilder angucken. Die Frage ist aber vielleicht, warum macht der Frauenbeirat Pankow eine Ausstellung nur über Frauen, über 17 Frauen? Damit endlich eure Geschichtsbücher korrekt werden. Weil diese Geschichtsbücher sind alle falsch, weil sie mindestens die Hälfte weglassen, nämlich die Frauen. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Eröffnung hier, mir die Homepage der Käthe-Kollwitz-Schule angesehen. Und dort habe ich festgestellt, auch bei der Schule wird die Hälfte der Geschichte weggelassen. Es wird dort geschildert, dass 1951 die Käthe-Kollwitz-Mädchenschule und die Flücher-Knabenschule zusammengeschlossen wurden und seitdem die Schule den Namen Käthe-Kollwitz trägt. Also der Name kommt von der Mädchenschule. Es wird aber dann auch in der Geschichte weiter zurückgeguckt und die Jungen, die Knabenschule verfolgt bis zu ihrer Gründung. Während über die Mädchenschule erfährt man nur, weil man muss ja angeben, wann die Schule den Namen Käthe-Kollwitz und das kommt ja von der Mädchenschule. Das erfährt man ja noch zusätzlich, dass das 1956 war. Ja. Eigentlich stammt der Name ja von der Mädchenschule. Und wenn man nur eine Schule zurückverfolgen würde, dann die mit dem Namen. Und ja, durchaus dafür beide zu machen. Ja, also das heißt, auch eure eigene Schule macht mit der Geschichte genau dasselbe, was man auch macht. Nur einteilen, nämlich die Geschichte der Mädchen und der Frauen wird weggelassen. Jetzt können wir uns natürlich fragen, noch einen Moment Aufmerksamkeit. Jetzt können wir uns natürlich fragen, naja, ist das denn nicht schlimm? Auch bei der Jugendschule erfährt man nicht jedes Detail, aber wenn die Geschichte der Mädchenschule weiter zurückverfolgt worden wäre, dann könnt ihr dort nachlesen, dass Mädchen sehr lange, anders als die Jungs, nicht die Möglichkeit hatten, auf ein Gymnasium zu gehen und eine höhere Schulbildung zu machen. Ja, was man immerhin noch erklärt auf eurer Homepage, dass Mädchen- und Jungschulen offensichtlich getrennt waren. Warum? Es wurde behauptet, dass Mädchen nicht in der Lage sind, bestimmte Sachen zu lernen. Ja, wir können die gar nicht auf unserer Schule und mit Jungs zusammen, sondern die Jungs haben extra eine Schule. Ein berühmter Arzt, Paul Möbius, hat 1900 ein Buch geschrieben über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Warum das denn nicht Geld hat er
einen wissenschaftlichen Preis gestiftet. Und diesen wissenschaftlichen Preis hat 1920 Cecil Vogt bekommen. Ich sehe hier in der Ausstellung irgendwo da hinten. Cecil Vogt war eine Hirnforscherin. Sie hat nachgewiesen, dass eigentlich kein Unterschied zwischen dem Hirn von Männern und Frauen gibt und dass es ja alleine, ja, wenn man das Hirn ansieht, also von der Naturwissenschaft her, ja, keinen Ruf, keine Bildung gibt, die Frauen nicht machen können. Der Paul Möbius, der war inzwischen gestorben, der hat das nicht mehr mitbekommen, dass diesen Preis eine Frau bekommen hat. Und einen besseren Nachweis gibt es ja eigentlich nicht, wie schwachsinnig sein Buch war. Jungs, warum konnten Frauen ausgeschlossen werden von früherer Bildung und vom Studium? Haben die sich nicht gewehrt, aber sie haben sich gewehrt. Das sind die Politikerinnen, die hier auf der Seite stehen, die sich gewehrt haben und die versucht haben, das zu ändern. Aber in Preußen gab es bis 1908 ein Politikverbot für Frauen. Also Frauen durften keine Politik machen. Und das wurde damit begründet, dass Politik was Schlechtes ist und davor Frauen geschützt werden müssen. Ja, das haben die Politiker behauptet und der König. Aber was war Wirklichkeit? In Wirklichkeit begann die erste deutsche Revolution 1848, nicht im März 1848, sondern schon ein Jahr vorher, 1847. Und da haben Frauen zuerst gegen die zu hohen Preise aus Berliner Schloss gezogen und haben dort die Scheiben eingeworfen und den Rücktritt des Königs gefordert. Und damit hat die Revolution angefangen mit den Frauen. Und deshalb haben die Männer immer besondere Angst vor den politischen Frauen gehabt und haben versucht, das den Frauen in die Märkte zu verbieten. Ich bin gleich fertig. Zwei Hinweise. Die Frauen, die trotz dem Verbot versucht haben, etwas zu verändern, sind dafür ins Gefängnis gewandert. Und eine Frau hat mit Waffen, die steht ganz am Anfang, und die wollte man in ein Irrenhaus einsperren. Deshalb hat sie Selbstmord begangen. Hier ganz in der Nähe ist der Friedhofspark Pappelallee. Da könnt ihr mal hingehen, da gibt es noch ihren Grabstein, der an sie erinnert. Und inzwischen gibt es auf die Straße, die sich erinnert an Prenzlauer Berg. Das heißt, es hat sehr viel Opfer gekostet. Das wurde schon erwähnt von Herrn Buchholz. Heute haben wir eine Bundeskanzlerin. Die Frauen haben es also geschafft, sich sowohl in Politik als auch in Bildung und Wissenschaft durchzusetzen. Und ich alles auf der Homepage eurer Schule, das ist ein Auftrag an euch alle, auch etwas über die Geschichte der Mädchenschule lesen kann, aus der Kate Colbert schönes Projekt. Ja, ich wünsche euch viel neue Erkenntnisse mit der Ausstellung und ich bin gerne auch nochmal bereit, wieder zu kommen und dann